Ja, das erste Spiel für die Löwen im Jahr 2021, eine 0:2 Niederlage gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Bei mir steht jetzt Nils Pichino. Ja, Nils, wie hast du heute das Spiel gegen Groß Asbach gesehen? Ja, ich fand eigentlich erst Halbzeit war gar nicht so schlecht von uns. Waren aber insgesamt einfach nicht zwingend genug und haben dann halt sie zu sehr kommen lassen, ihnen zu viel Platz gegeben. Und das haben sie dann teilweise auch gut gemacht mit den Bällen in die Tiefe. Und ja, am Ende, ich will nicht sagen, ist unverdient, aber bei uns hätte auf jeden Fall noch mehr rausspringen müssen. Und dann hätten wir auch das Ergebnis nochmal anders gestalten können. Es gab ein paar Entscheidungen vom Schiedsrichter, mit denen die Mannschaft nicht ganz so zufrieden war. Auch ein paar Entscheidungen, wo du involviert warst. Wie hast du das gesehen heute? Für meine Fünf war es kein Abseits, aber da kann ich mich natürlich auch nicht drauf festlegen. Das muss man sich natürlich im Nachhinein dann nochmal angucken. Ich kann es so überhaupt nicht beurteilen. Vom Gefühl her nein. Muss man sich, wie gesagt, nochmal angucken. Die anderen Situationen waren ein paar unglückliche kleine Entscheidungen, die uns dann auch gerade am Ende viel zu viel rausgebracht haben, was wir dann aber auch nicht machen dürfen, dass wir uns dann zu sehr auf den Schiedsrichter versteifen. Ja, ich denke, die ein oder andere Abseitssituation war wahrscheinlich kein Abseits, aber wie gesagt, im Spiel ist es dann manchmal schwer zu beurteilen. Ja, ihr habt jetzt einen sehr vollen Januar mit, ich glaube, insgesamt 5 Spielen, 4 Heimspiele. Was nehmt ihr jetzt mit für das nächste Spiel am nächsten Samstag gegen Hoffenheim 2? Ja, natürlich erstmal wieder Kräfte sammeln. Das war natürlich ein anstrengendes Spiel, wenn man bis zum Ende noch versucht, ein Tor zu schießen. Das wird natürlich interessant jetzt, der Januar. Zum Glück haben wir viele Heimspiele. Ja, weiterhin Punkte mitnehmen, abhaken jetzt und nach vorne gucken. Alles klar, vielen Dank. Genau.